So, hallo ihr Lieben, der Jörg und der Uli mal wieder da von Eggozon. Ihr seht es ja schon, heute ist es ein bisschen was anders. Ich habe mal hier meine akustische Gitarre mitgebracht, die ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren habe. Die Gitarre hat auch einen Namen, sie heißt Marina. Und heute wollen wir die Show mal ein bisschen anders eröffnen. Lasst euch überraschen und lauscht. Heute hier für euch da draußen, The Arch aus Belgien. Sie werden nicht absaufen. Die einen sagen, in Belgien gibt's so geile Musik. Und die anderen sagen, nee, da machen wir nicht mit. Aber jetzt, das war's und jetzt fangen wir an. Also heute, Jörg, geht's ja um eine Band aus Belgien. Ja. Und ja, also Belgien, ein schönes Land. Naja, obwohl darüber kann man streiten, ne? Obwohl jedes Land hat so seine Reize und seine Unreize. Aber den Namen kann man ja verschiedenartig aussprechen. The Arc. Aber man kann es trotzdem. The Arch. Gibt. Aber es gibt. Nee, es gibt Leute, die sagen die Ark, dann sagen Leute die Arch, das sagen auch. Ja, die Ark. Okay, also um diese Band geht es heute. Mhm. Eine belgische Band mit englischen Namen und prinzipiell doch auch schon eine Geschichte da gewesen. Ne? Also, da gibt es in der Tat eine Geschichte, weil die Band existiert seit Anfang der 80er Jahre. Ja, ne? Und das war so legendär, da gibt es einen ganz bestimmten Song. Gibt zwei. Aber für mich gibt es einen ganz, für dich bestimmten gibt es einen Song. In Deutschland gab es diesen, Mhm. Und vielleicht darf ich das erwähnen. Ja. An dieser Stelle Grüße auch an die Babsi mit dem Imbisswagen. Aber dieser Song ist nicht von Babsi mit dem Imbisswagen, denn diese Babsi lebt Babsi und, auch nicht für Babsi, denn diese Babsi erfreut sich bester Gesundheit. Aber der Song, um den es geht und den ich meine, heißt Babsi ist tot. Mhm. So. Interessanter Text für eine belgische Band, ne? Ja, absolut. Ja, also, Babsi ist tot. Ja. Wie kam es denn dazu? Das weiß ich nicht. Weißt du, hast du gar keine Hintergrundinformationen? Also ich habe ja versucht, schon mit der Band mehrfach zu sprechen. Es liegt nicht daran, dass sie nicht willig waren, mit mir zu reden, aber man hat sich halt nicht verstanden. Ja, das Problem mit Englisch, nicht wahr? Deshalb kann ich euch dazu auch nicht mehr erzählen. Aber es ist eine interessante Band. Und Babsi ist tot, kennt eigentlich jeder. Ja, also absolut in Clubs und überhaupt. Das ist einfach in Meilensteinen, kann man das schon so sagen, in der Szene? Aus der damaligen Zeit? Ja, klar. Der sich in die Neuzeit. Sowas nennt man Evergreen. Das ist normalerweise Segen und Fluch für eine Band, weil jeder sagt, du bist die Band mit Babsi ist tot oder dem Hit oder Gott weiß. In Spanien zum Beispiel ist Rip Dancer eher ein Hit gewesen, ist aber auch hierzulande nicht ganz unbekannt. Ja, also beide Songs sind auf ihre Art und Weise einfach klasse. Ne? Also, klasse, gleich Klassiker in dem Sinne, kann man so sagen. Und also ich persönlich freue mich, dass wir diese Band bei uns auf dem Label haben. Mhm. Und sie haben unsere belgische Fraktion verstärkt und das kam irgendwie in 2011 zustande. Oder? Mhm. Ja, ich glaube schon, gell, wo das über der Klinke mit und so, ne? Und sehr, sehr interessante Sache. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, in dem Bericht, sage ich schon, in der Sendung über der Klinke ganz kurz erwähnt, dass wir die damals gefilmt haben. Ah, ja, ich glaube, in Gent irgendwie, in Belgien. Und so habe ich die dann auch irgendwie kennengelernt. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt. Ich fand das sehr, sehr cool. Und The Arc ist, die haben lange Pause gemacht, sehr lange Pause. Ich weiß nicht genau, wann das letzte offizielle Album war, aber das war schon richtig lange her. War definitiv in den 90ern. Das waren 90. Das, was die machen, ist, wie ich finde, qualitativ echt gut. Und auch außergewöhnlich ist es halt irgendwie, das liegt aber auch in der Historie der Band, jetzt nicht irgendwie so dieses
elektronische, eingängige Geknüppel, was man halt so hier und da mal hört. Es ist elektronische Musik im größten Teil. Ja. Es hat weniger, wie ich finde, diesen analogen Charme, den jetzt zum Beispiel der Klinke haben. Aber es ist halt sehr, sehr transparent. Der Sound ist halt irgendwie ziemlich, ziemlich gut, wie ich finde, ist auch gut produziert, das Album. Und es ist ein Album, wie viele andere auch, was sich erst reinfressen muss. Das hörst du halt einmal durch und hast halt das Gefühl irgendwie, okay, ich muss das einfach nochmal hören und nochmal hören, bis es sich dann irgendwann reinfrisst. Ne? Also, den ersten Song, mit dem ich in Berührung kam, das war Individuals. Ja, gibt es auch einen sehr guten Videoclip dazu. Da gibt es sogar zwei. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, 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 ja. Zwei. Ja. Würde mal sagen, da können wir doch jetzt eigentlich, bevor wir weiter quatschen, einfach mal reinschauen. Na, logisch. Was auch immer. Ja, also. In Individuals. Ja. Ende Gelände. Ende Gelände, wir machen mal. Ja. Wir machen mal Individuals. Das ist auch, wie ich finde, ist ein guter Opener vom Album. Und macht halt richtig Spaß. Genau, aber es ist jetzt. Wenn man so weit davon reden kann. Bis gleich. Immer wieder. Ja. Ich sage immer das Gleiche, immer die gleiche Soße. Ja, ja gut, aber ich meine, das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Dass ich immer den gleichen Kram quatsche. Ich gucke immer so in die Kamera und wenn er irgendwie anfängt zu faseln und ich sage, das immer wieder. Jetzt kommt das, da merkt man, dass ich aus Köln, mit dem Kölner Umkreis irgendwie heimisch bin. Das merkt man, genau wie du aus Bayern kommst. Da stoßen ganze Universen zusammen. Ja, absolut. So, weiter geht's. The Ark. Was gibt's noch zu erzählen? Die kommen ja nun aus Belgien. Der Kontakt, den hatten wir damals in Genk geknüpft. Ne? So war das. Ja, das so, kann man das grob so formulieren? Geknüpft wurde der Kontakt nicht unbedingt in Genk. Wir haben uns getroffen in Genk zum ersten Mal. Ja. Kontakt hatten wir vorher irgendwie auch schon. Also, schön, dass man sowas immer dann in so einer Fernsehshow erfährt. Also, das ist ja auch die Würze irgendwie. Man überrascht sich gegenseitig. Nee, aber und auf dem Meraluna in 2011 waren die ja, glaube ich, auch am Start. Also nicht als Liveband, aber als Besucher. Ja, die haben uns besucht. Ja, ja, Da hast du ja, glaube ich, auch mit der Band ein Interview geführt. Ne? Stimmt, wir haben auch ein Interview gemacht, das ist richtig. Das gibt es mittlerweile auch auf YouTube. Ja, genau. Müssen wir da jetzt reinschauen in das Interview? Wollen wir da reinschauen? Vielleicht so einen ganz kurzen Schwenk mal? Einen ganz kurzen Schwenk? Ja. Ja. Ach komm, los, komm. Müssen wir jetzt endlich über. Wenn ich, aber ich bin da nicht so gut drin. Das kann ich genauso sagen, ich bin da nicht so gut drin und meine Interviews tust du immer reinschneiden. Ich weiß, ja. Ja, verstehst du? Also ich kann mich zum Vollhorst machen und du gehst dir schön schmeidig immer fein aus. Das ist überhaupt nicht wahr, sonst würde ich hier nicht sitzen. Ja gut, okay. Wenn nee, das nicht. Also ich bin dafür, eine Frage und eine Antwort sollte ja, ein geben. Bisschen Ausschnitt. Also, ja, ich würde sagen, ohne ganz kurzen Ausschnitt von dem Interview, wenn er Meraluna. Auf besonderen Wunsch von Mr. Müller, jetzt gibt es einen kurzen Ausschnitt von genau. Meraluna. Also bis gleich. Ja, bis gleich. Das war die kürzeste Zwischenansage, die wir jeweils gemacht haben. Cut. When we start a song, we're not thinking about we're gonna make a body music song. Of now, we're gonna make that song. Yeah, yeah. We start with a synthesizer line or a guitar line, and then we do something we all like. Yeah. We're Is this worked out in you know on sessions, or do you work out some lines for your own and present to the other guys? Well, no, we work. Actually, we work together.
Yeah. In at one place. Like improvising sessions. Someone start with maybe a guitar riff or maybe with a synthesizer. Okay. It could be everything. So, kurz genug war es, oder? Ja, eigentlich 2,5 Sekunden. Ich weiß nicht genau, was wir haben. Hätten es auch anders. Nee, also belgische Band. Langes war es ruhig um die Band und dann ging es wieder los. Mhm. Nun haben sie ja das aktuelle Album am Start, welches ja nach wie vor aktuell ist. Und sie sind viel unterwegs, auch live im eigenen Lande und betonen aber auch so Nachbarländer. Unter anderem waren sie jetzt... Naja, sie sind eigentlich mehr im Ausland tätig als im eigenen Land, weil in Belgien gibt es nicht viel. Aber die spielen trotzdem die eine oder andere Show, gerade in Belgien auch. Also auch mit der Klinke, wenn sie da... da ist auch irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Beziehung da. Oder keine Ahnung, ob die sich überhaupt kennen, aber ich glaube... Ich glaube doch. Weil der Jesko, der hat ja zusammen performt in Gent einen Song, welcher war denn das jetzt, mit der Klinke zusammen? Ich weiß, welchen Song du meinst. Mensch, da haben sie zusammen auf der Bühne... Genau, der hat den etwas längeren Titel irgendwie. Das ist denn so eine Sache irgendwie, die wir in dem Vorgespräch denn tatsächlich einfach unterschlagen haben. Ja, also der Song, den sie damit zusammen... Ja. Den haben wir aber nicht. Haben wir den eingebaut in die Sendung von der Klinke? Ich weiß nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, also wer diese Band... The Ark, oder, ne, also ich spreche es womöglich immer noch von The Ark. Ja, genau. Irgendwo mal in Deutschland live erreichen kann. Der sollte das auch machen und vielleicht sogar zusammen im Paket mit der Klinke, weil dann könnt ihr nämlich in den Genuss kommen, auch beide Frontmänner live auf der Bühne zu erleben. Ne? Manchmal machen die das, ja. Doch, also ich denke mal, das ist so ein fester Bestandteil, wenn die da zusammen rocken. Where It Ends hieß der Song. Ja, genau. Das ist gerade so. Ja, ich habe gerade die Hälfte des Ein klasse Ding hat mir auch live tierisch gut gefallen. Ja. Aber jetzt zurück zur Band. Nicht zurück, sondern wenn wir schon über Where It Ends sprechen, dann können wir eigentlich auch mal wieder einen Break machen. Schon wie? Ja, klar. Okay, also. Ja, erstmal über wir hatten eigentlich. Jetzt machen wir jetzt die Show. Jetzt hageln es eins nach dem anderen. Also dann. Komm, Where It Ends machen wir mal live irgendwie, weil der Clip ist da, der ist fertig. Okay, und cool. Das machen wir jetzt. Where It Ends. So. So, Staccato geht weiter. Das war Where It Ends. Wundervoll eigentlich. Ja. Das ist eine wundervolle Mischung. Das ist einfach gut, wenn du so viel Material hast. Ja, es gibt Bands, da hast du ohne Ende irgendwie. Das dann gibt es aber Bands, da hat man gar nichts. Da hast du gar nichts. Außer Cover hast du nichts. Und die Pressebilder sind unscharf oder schwarz-weiß und unscharf. Ja. Oder einfach nur und singen. Aber jetzt, wo ich das gerade, ne, also hier dieser Clip nochmal, ne, also das Konzert, das war so sehr stark. Das war cool. Also, das war sehr cool. Ja, das war cool. Und ich erinnere mich da immer wieder gerne zurück. Und gerade auch so, wenn ich selber mal immer den einen oder anderen Clip auf YouTube angucke, dann denke ich mir, ja, natürlich, logisch. Machst du das nicht? Mhm. Naja, mach mal. Okay, dann denke ich mir, ey, das war echt ein geiler Abend da in der Location in Gent, ja. Jörg, aber das ist ja nicht alles. Weißt du denn, arbeiten denn die Jungs an neuen Material? Das tun sie, ja. Ich glaube, sie haben 20 Songs irgendwie in der Pipeline. Das heißt,
Das heißt, ja, das ist ja normal. Das heißt, das nächste Album wird nicht lange auf sich warten, das jedenfalls keine 10 Jahre oder 15, was auch immer, wie das beim letzten Mal der Fall war. Wieso ist es normal, 20 Songs in der Pipeline zu haben? Das ist völlig normal. Wenn du ein Studio oder beziehungsweise wenn du ein Album aufnimmst, dann hast du oft 40 Songs und von den 40 Songs nimmst du vielleicht 20 auf und dann wählst du von den 20 die 12 aus oder 13 aus, die wirklich gut sind. Und der Rest ist dann entweder B-Ware, Crap, Singles. Gibt auch Bands, da sind die B-Sides besser als die Singles selber. Bestes Beispiel ist The Cure zum Beispiel. Weil The Cure sind teilweise die B-Seiten besser, oder was heißt besser, aber beliebter teilweise bei den Fans als die eigentlichen Singles. Weil die viel, wie soll ich sagen, die sind teilweise etwas frischer, sind nicht so ausproduziert manchmal, ne, kommt ganz drauf an. Und klingen einfach manchmal ein bisschen mutiger und interessanter. Weil wie Country war das genauso. Die haben eine B-Seite gehabt, die hieß Winter, irgendwas mit Winter. Nicht Winter Ends, glaube ich, oder hieß der Song so, weiß ich nicht. Das ist ein uralter Song von 1983. Und siehst du mal, musikalische Aufklärung muss dann auch manchmal wieder erfolgen. Und dieser Song ist eigentlich ein Mega-Hit. Und das haben die erst gemerkt, als sie den Song halt live gespielt haben. Der klingt eigentlich total harmlos, aber ist halt ein richtig geiler Song. Das ist so ein Wasted-Ding gewesen. Ich weiß gar nicht, was der erzählt. Er spielt auch jetzt gerade einen Boom. Diese Arroganz manchmal. Diese fürchterliche Ignoranz und Arroganz. Unglaublich, ja, irgendwie. Ich meine, kannst du dich dann nicht mal irgendwie ein bisschen kürzer fassen? Warum sollte ich mich denn kürzer fassen? Gut, zurück zu die Ark. Also in jedem Fall wird das nächste Album nicht 10, 15 Jahre wahrscheinlich dauern. Das ist gut, ne? Also das ist auf jeden Fall gut. Was ich bemerkenswert finde, ist halt, die machen halt wirklich eine ganze Menge. Die spielen eine Menge Festivals, sie haben jetzt das WGT gespielt, das hatten sie, glaube ich, vor 2, 3 Jahren auch schon. Ja. Auf dem Blackfield. Sie spielen jetzt auf dem Blackfield Festival und die machen es halt eigentlich richtig. Auch das muss seine Zeit finden, logischerweise, wenn du nach 15 Jahren oder wann auch immer irgendwie da ein Album veröffentlichst. Ja, da kann man ja nicht auf den Schlag erraten, zick, wir sind da und alles. Es funktioniert einfach nicht. Ist bei 10 von den Bäumen und kauft das Album. Genau. Das ist jetzt kein aktueller Indie-Pop, es ist kein Future-Pop, es ist kein Rammstein-Sound, es ist nicht so. Das ist der Zeitgeist der damaligen Zeit mit einem Stück Modernisierung. Also ich glaube, mit Zeitgeist, das weiß ich gar nicht, das kann ich gar nicht mal so. Ich glaube, den Zeitgeist höre ich hier nicht raus, ehrlich gesagt. Der Zeitgeist der damaligen Zeit, der klingt für mich total anders. Der musikalische? Nee, auch das nicht. Dafür klingt das von meiner Ansicht nach viel zu modern. Echt? Das klingt für meinen Geschmack viel zu modern. Bei der Klinke ist es was anderes. Der Klinke klingt für mich irgendwie eher nach Zeitreise, nach Retro, aber das überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich bin jetzt gerade wie vom Tomatenlaster überfahren, weil ich habe da schon von der Prinzipien eine ganz andere Ohrenmeinung, weißt du? Eine Ohrenmeinung? Ja, also eine andere Hörermeinung. Also ich empfinde da schon ganz, ganz viele Sachen so von der damaligen Zeit. Also, zum Beispiel? Wo ich noch schlank war, also in dem, also und, ne, und womöglich auch sonst noch knackiger, also und naja, das ist ja irgendwie. Aber wo findest du hier in der Musik den Zeitgeist wieder? Der 80er Jahre, wenn man das mal so sagen kann. Vielleicht ist es ein reformierter Zeitgeist. Ich kann mich da jetzt nicht irgendwie groß. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Das ist ja meine persönliche Empfindung. Nee, also das ist ja auch völlig legitim. Also, ja. Ich find, der Sound klingt viel zu modern. Der klingt, wie ich finde, natürlich sind da Referenzen drin, weil die Jungs natürlich halt eben auch das machen, was sie jetzt nicht schon früher immer gemacht haben. Das kriegen wir in der Postproduktion nicht hin jetzt. Das war einfach nur ein technischer Fehler. Wir waren bei dem Zeitgeist. Ja, jetzt ist ja, auf jeden Fall, da sind wir einfach. Da stehen wir drüber. Ja, natürlich. Und du hast aber recht, es ist so, dass es halt eben vielleicht deswegen für dich so rüberkommt, weil die Musik eben für die heutige Zeit einfach überhaupt trendgegenläufig ist. Eigentlich. Sie ist Trend. Es ist nicht so, dass du reinhörst und sagst halt, ja, das, okay, ja, das ist.
okay, genau die Schiene, okay, das ist halt okay, ne, alles dann, so. Dann würde ich mal sagen, das ist womöglich ein Kompromiss, da einigen wir uns jetzt mal drauf. Okay? Ja, da können wir uns auf einigen. Also, ja, was, wie soll ich denn das jetzt formulieren, aber was denkst du denn, könnte die Band mit dem, was sie so macht, erreichen, zukünftig? Was sie erreichen kann? Naja, denkst du, dass sie ihre alten Fans aus der damaligen Zeit, zu Zeiten Babsi ist tot und so weiter, dass sie die wieder mobil kriegt zum großen Anteil? Also bei den Leuten, die das mitkriegen? Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die haben früher Musik genossen und gehört und haben heute überhaupt keinen, ne? Man entwickelt sich ja. Da gibt es ja Leute, die sagen, ey, das war meine Jugend, das war geil, aber jetzt bin ich das und das und das passt nicht mehr zu mir. Aber die Leute, die trotzdem offen sind, denkst du, dass die cashen? Zum großen Teil von damals? Das ist schwer, ja, das ist schwer zu sagen. Das Problem sehe ich drin, dass so ein Song wie Babsi ist tot, das war definitiv und ist eigentlich immer noch ein Szene-Hit. Mhm. So, und Szene-Hit bedeutet, dass es von einer bestimmten Menge an Leuten, die sich in einer bestimmten Szene bewegt haben, wahrgenommen wurde. Das kennt irgendwie jeder. So, diese Leute sind nach 20 Jahren nicht mit alle, aber halt, ich kenne auch welche, die sind das noch, aber viele davon sind natürlich nicht mehr in dieser Szene drin, weil sie nicht mehr in die Clubs gehen, weil sie auch die Bindung zu den Bands verloren haben und so weiter. Und was man auch berücksichtigen muss, ist, was ist denn in dem Falle die Definition von Fan? Ist es derjenige, der die CD gekauft hat, weil er sie damals gut fand oder LP, was auch immer? Oder ist es derjenige, der tatsächlich halt die Band verfolgt hat, der auf Live-Konzerte gegangen ist, der die Historie der Band verfolgt hat, der vielleicht auch die nachfolgenden Alben gekauft hat? Es ist beides, würde ich mal sagen. Ein Fan ist man doch, man muss doch nicht alles immer kaufen, wenn man Fan ist, sondern wenn man begeistert ist. Ja, begeistert. Und da ist das Problem, nicht jeder, der diesen Song erkennt, im Club hört, und nicht jeder, der damals eine LP oder eine CD gekauft hat, ist ja gleich begeistert und Fan. Verstehst du? Ja, das heißt, es gibt Leute, die einfach das kaufen und haben, aber eigentlich keine wirkliche Bindung zu der Musik haben und auch gar kein Interesse daran haben. Ich kenne unheimlich viele Leute, die eine CD von einer Band kaufen. Shock Therapy ist das beste Beispiel. Die haben diesen Überhit gehabt, Hey, It's Just a Four-Letter Word, und haben danach grandiose Alben veröffentlicht. So, da bin ich beispielsweise eher noch Fan, weil ich habe alles gekauft, egal wo es war und wenn es auf einen Stein gemeißelt war. Ich habe alles gekauft von Shock Therapy und war glücklich, dass ich die halt ein paar Mal live gesehen habe. Ich glaube 3-4 Mal oder sowas. Ich kenn das, Das war fantastisch. So, und ich bin halt denn, ich habe die Band verfolgt. Aber ehrlich gesagt, in der Szene oder auch darüber hinaus, kein Schwein kennt die anderen grandiosen Songs von Shock Therapy. Ist mal würdig für eine Extrasendung. Ehrlich gesagt. Eigentlich traurig, ne? Eigentlich aber das, traurig. Da ähneln wir uns mal total. Ja, ich habe auch die eine oder andere Band, da habe ich alles gekauft. Alles, was es gibt, ja. Alles, egal ob das gut oder schlecht war. Ja. Aber wir sind ja auch Music Maniacs. Ja. So, und das ist dann, da ist dann die Frage, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, wer von den Leuten, die damals die Band gekannt haben, ist wirklich Music Maniac? Oder ist einer geworden, danach hier der unser Chris beispielsweise, der kannte natürlich die Arc irgendwie, natürlich kannte er auch den Szene-Hit, für den war das sofort ein Begriff, für viele aber nicht. So, und dann spaltet sich das auf im Laufe der Jahre. Wenn du als Band im Laufe der Jahre dann nicht wirklich permanent am Ball bleibst und auch aktuell bleibst, dann ist diese Historie zwar da und die ist bei The Ark ja auch da und wichtig. Aber sie ist unterbrochen. Aber sie ist so lange unterbrochen, dass man nicht mehr davon reden kann, ich ziehe meine alten Fans rüber. Das ist bei manch, außerdem muss ich halt gucken, wie kann ich die denn überhaupt heute noch erreichen? Früher, in den 90ern, war das auch noch so. In den 90ern hast du die Zillow aufgeschlagen und hast das, was in der Zillow gestanden hat, aufgenommen und hast halt teilweise sogar nach Kritik in CDs gekauft. Das stimmt wohl. Das hat man getan. Oder nach Interviews. Das ist heute... Das hat sich völlig geändert. Völlig, das ist völlig was anderes. Irgendwie so nach einem Interview kauft kein Schwein eine CD. Ja. Also wenige Leute zumindest. So, und das ist viel, viel schwieriger. Man muss bei einer Band, bei With the Ark,
muss man eigentlich bei Null anfangen. So, und das ist schwer, das ist nun mal einfach also so. Also ihr habt gehört, Freunde der Musik allgemein, die Band sicherlich selbst auch, aber es ist nun halt so, da kannst du nichts machen. Also wenn die Band das jetzt noch ein paar Jahre macht, ganz ja, ehrlich, wenn die also, haben, die haben vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen. Dann werden sie sich wieder eine Gemeinde spielen. Wenn sie das, wenn gerade, sie das gerade, weil sie ja auch live konsequent sind. Und sie müssen sich vor allen Dingen lösen, ja. Sie müssen sich lösen davon, dass sie halt eben immer reduziert werden auf diese ein, zwei... Ja. Kult-Hits, das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, eben, das ist Segen und Fluch gleichzeitig. Ja, das ist ja nun mal so. Ich finde, sie haben aber die musikalische Qualität und sie haben, wie ich finde, auch, und das ist ganz wichtig, One-Hit-Wonder. Sie haben, das ist auch kein One-Hit-Wonder in dem Fall, genau wie Mel and Kim oder so, ja, oder Rick Astley. Ja. Irgendwie. Das, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen mit der kosmischen The Art-Bewegung. Ja. Jetzt habe ich den Mann verloren. Was fällt dir ein? Rick Astley? Ich hab nur was gehört. Ich hab's gar nicht gesehen. Also mir kam es so vor, also es kann aber sein, also weil ich länger nicht beim Auto. Vielleicht lag das an der CD hier, vielleicht war das. Das ist so, ja. Da ist irgendwie ein Song da drauf, der irgendwie da. Oder in dem Bild, vielleicht war das in dem Bild. Das Bild war gerade im Bild. Kann sein, ne? Okay, ja. Aber egal. Weißt du übrigens, was das für ein. Was das für ein Bild ist? Weißt du, dass mir das, weißt du, dass dieses Bild mir sehr bekannt vorkommt? Wie ich das erste Mal sah, habe ich gedacht, ja. du kennst, aber irgendwie, ich weiß nicht, kennt man die Person? Ist das, oder? Das ist, glaube ich, ein bekanntes Bild, man könnte es ja nochmal irgendwie zeigen. Weil ich hatte... Aber das wird sowieso hinten eingeblendet und ich versuche das Ding hier in die Kamera zu finden, winzig, kleinen Scheiß. Ist ja egal. Der Hintergrund von diesem Bild ist, das ist ein Bild von einem Jungen, der, das ist ein ziemlich altes Bild, und soweit ich das weiß, ist es ein Bild von einem Jungen, der zum allerersten Mal was hört. Der hat halt irgendwie, seit der Geburt war er halt irgendwie taub. Und irgendwie hat man ihm dann, keine Ahnung, irgendwo was repariert oder eingebaut oder sonst irgendwas. Und der hört zum allerersten Mal Töne in späteren Jahren, sage ich mal. Später ist es relativ sauber. Und deswegen dieser Blick. Zum allerersten Mal hört er was. Ich versuche gerade den Zusammenhang herzustellen, aber irgendwie. Ich mache mir da nochmal Gedanken drüber, aber das. Das können wir dann später aus. Das Gesicht kommt mir echt sehr gut. Ja, das ist auch ein bekanntes Bild. Egal jetzt, ja. Ja, ich wünsche es der Band, weil. Also, dass sie Leute erreichen, viele Leute erreichen. Also, ich finde, was. Ein Vorteil der Band ist irgendwie jetzt, dass auch. Dass der Frontmann halt auch. Das rüberbringen kann. Ja. Ne? Also das passt irgendwie auch zum Allgemeinbild, zur Optik hat man eben auch gesehen. Und ich glaube in dem letzten Videoclip. Auch da möchte ich jetzt, wo du gerade noch auf Video zu sprechen kommst, noch was dazu sagen. Also der Frontmann, der ist ja selber auch. War das nicht so, dass der selbst im Filmbereich arbeitet? Oder, ja, der ist selber. Und die machen halt und auch durch seine Sache machen die unwahrscheinlich viel und können viel eigenständig realisieren. Also der Clip beispielsweise, den wir gleich am Ende zeigen, also er ist, glaube ich, er ist Regisseur. Ja, ne? So macht so alles Mögliche. Werbeclips und Werbefilme auch und also wirklich gut. Und das merkt man im Clip auch an. Der Clip ist richtig, richtig geil geworden. Wie ich Waterfall, finde. Oder? Waterfall, ja. Ist auch also einer der besten ganz Songs. Auf ja, ja. Der ist nagelneu und ich glaube. Zum Abschluss. Also, ich möchte sagen, holt euch die Informationen, wenn ihr die Band noch nicht kennt, holt sie euch auf Facebook und. Ist alles möglich. Von mir gibt es 2 Daumen nach oben. Es ist echt klasse Musik. Sehr spannend. Live sehr geil. Großartig. Hat Spaß gemacht. Und ich mag die Jungs. Also bis zum nächsten Mal. Ja, wenn er das sagt, dann das gütet sie schlecht hin. Und dafür... Genau, das ist so eine Schleimspur manchmal hier, ne? Nee, das ist keine Schleimspur, weil das ist tatsächlich, wir waren ja in der Show vorher oder vor 2 Shows, hat man gesagt, hey, Musik kommt entweder an bei jemandem oder nicht. Man findet es gut, man findet es nicht gut oder es schwappert so mittendrin. Und das ist Musik, die ich persönlich
hochwertig, sehr grandios. Ja. So, und deshalb, das kann ist ich meine sagen. Ihr werdet es gleich sehen, Waterfall. Und hören. Und hören. Und, ja, kommt drauf an. Irgendwie. Kann auch sein, dass die Leute eigentlich uns nur zugucken und irgendwie bei YouTube die ganze Zeit die Mute-Taste dann drücken. Weil sie das Geschwafel nicht ertragen können. Das könnte. Nein, nicht die zwei schon wieder. Oh, die reden einen Dreck zusammen. Aber ihr könnt das ja kommentieren. Ihr könnt das ja kommentieren, genau. Wow. Was für Mistköpfe. Genau, irgendwie. Steckt euren Kopf wieder in die Kuh. Also, Waterfall. Mehr muss man nicht sagen. Schaut und genießt Waterfall und schaut und genießt The Ark bei den zukünftigen Konzerten, wenn es irgendwie geht. Es lohnt sich wirklich. Bis später. Like tears in the waterfall of your danger zone. Choose your weapon for the future when the love has gone. Fluid light drips on the memories on your boiling plate. And if every drop is gone, there'll be nothing left. Like tears in the waterfall, fluid light drips on the memories. And if every drop is gone, there'll be nothing left to hate. Super, das ist mehr Klick als vorher. Das ist super. Ja. Haben wir noch Zeit zurückzukommen? Ja, ich denke schon. Du bist gemein. So, und jetzt kommen wir zurück. Wir lassen euch laufen, oder? Ja. Ja. So. Das war kurz und knackig. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Ja, du brauchst mich nicht angucken und guck nicht in den Bildschirm. Ich gucke nicht in den Bildschirm. Ich bin mundtot. An dieser Stelle Grüße an Tino Wagner und Ben. Sind wir auf Sendung? Das ist gerade so, als ob du mir so die Knarre in die Fresse halten würdest. Irgendwie. Ja, so muss das sein. Soll ich noch an der Spitze lecken? Kannst. Okay, wir sind jetzt ja. Ohne. Ne? Also, wir fangen jetzt mal anders an, okay? Mhm. Bereit? Ja. Das war okay. Das war gut. Das war gut, ja. Oh Mann. Das war gut. Davon wird es auch nicht besser, wenn dich ja so inflätzt. Nee, ich kann mittlerweile ein Bierglas oder eine CD auf meinem Bauch balancieren. Weißt du, was ich also auf meinem Bauch balancieren kann? Das willst du ja nicht wissen. Das Missstück. Oh, das Missstück. Oh, das ist echt ein tolles Bier. Das Missstück. Also so nachhaltig hat mich lang keine Tussnade mehr stimuliert. Mhm. Dass die autobiografisch ist. Oh, die war der.